Vorbereitungen treffen. Oh, yes. Im Menü sind nur die Menüpunkte Paradigmen und Kristalle freigeschaltet. Yes. Kennen wir alles, brauchen wir nicht. Solltest du dich im Astralraum des Kristalliums nicht zur... Ja. Ja, ich kenne mich hier. Was ist das? Was bist du denn? Dialogträger, ein Heiltrank erhalten. Okay. Kristallium. Okay, Moment. Okay, die Kristallien haben jetzt die Form der Waffen. Das ist cool. Okay. Was machen wir? Brecher. Okay. Oh, schade. Oh, und... Okay, wir können wechseln. Brecher. Okay, das System ist jetzt ein bisschen anders, aber es ist dieselbe Version. Nee, andersrum. Das System ist das gleiche, die Version ist anders. Okay. Auch wenn die TP-Steigerung hier und die, was weiß ich, für Zeugs hier nicht an meine müde Mark wert sind im Moment. Ja. Paradigmen. Wir haben Doppelkampf, Extermination, Kühlangriff, Doppelwahl. Keiner von euch hat Heiler, ha? Toll, dass ihr auch beides dasselbe habt. Beides dieselbe Gülle. Aber ihr beide Verkehrer. Doppelsequenz. Die hätte ich bitte als Startparadigma. Habe ich Verheerer, Brecher, Brecher, Verteidiger, 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 Brecher, Brecher. Gut. Ja, okay. Das ist im Prinzip alles, was ich brauche. Nein. Datenlog. Bedeutende Person. Noel Kreis. Noel ist ein junger Mann, der gleichzeitig mit dem Meteoriten in Neobotum auftauchte. Er ist der letzte Spross der Menschheit und stammt 700 Jahre aus der Zukunft. Aus einer Welt, in der Cocoon nicht mehr existiert. Er behauptet, dass er Leitung in der Anderswelt Valhalla begegnet ist und sie ihm aufgetragen hat, in die Vergangenheit zu reisen und Sarah zu finden. Noel ist ein geschickter Jäger und scheint sich etwas mit Zeitreisen auszukennen. Paradoxe, Zeitportale. Portale erscheinen als merkwürdige leuchtende Gebilde und können nur mit jeweils einem bestimmten Artefakt aktiviert werden. Durch diese Portale soll man durch die Zeit reisen können und nach Valhalla gelangen können. Okay, das wird noch richtig lustig. Wir spielen seit über einer Stunde und haben 1400 Kill. Okay. Können wir Inventar? Wir können Inventar. Oh ja, schön. Ionenkristall. Karte von Neobotum. Gegenstände, Heiltrank, Phoenixfeder, Analysator, Waffen. Überwaffen. Kann ich die nicht modifizieren? Accessoires, habe ich keine. Schade. Komponenten habe ich keine. Doch, Komponenten. Okay, ich kann Waffen modifizieren. Okay. Die Musik ist hier schon cool. Die Musik ist, finde ich, besser wie im ersten Teil. Wo soll ich hin? Ah, oh, die Karte. Ah, Lebro. Ja, da sitzt er. Ja, ich brauche jetzt nicht reden. Cutscene! Oder bleib einfach nur eine stinknormale Furzladezone. Nein, Cutscene. Was
Was? Der Bommel des Mogris beherbergt eine komplexe Sensorik, was den Mogri dazu befähigt, die als Schlüssel für Portale dienenden Artefakte oder geheime Schätze aufzuspüren. Es kann sich also durchaus lohnen, den Bommel des Mogris stets im Auge zu behalten und die Umgebung nach besonders wertvollen Gegenständen auszuerkundschaften, sollte der Bommel anfangen zu leuchten. Neue Daten. Ja, toll. Okay. Gibt es irgendein Ziel, wo wir hin müssen? Nein. Ah, was hast du gefunden? Untersuchen. Lightning's Messer! Ah, das Messer, das sie Hope gegeben hat. Ja, das kennen wir noch. Oh ja, das sehen wir uns. Da sehen wir nochmal das Ende von 13.1. Hope. Dodge. Sass. Was? Wo ist Lightning? Was? Wo ist Lightning? Sie war doch da. Das ist doch nicht wahr, Lügner! Du hast doch selbst gesehen! Freilich. Und ich erinnere mich auch dran. Ich meine, ich habe es ja gespielt. Sowas hasse ich immer, wenn Leute einem nichts glauben wollen. Da kriege ich immer Aggressions. All your friends think your sister is inside that pillar. I was scared. People said I was dreaming. They said I was just making up stories so that I didn't have to face the truth. Listen, Sarah, your memories are the truth. Lightning is alive. The question is, why are you the only one who remembers? Nur Sarah erinnert sich, wie Lightning auf der Ebene stand. Warum erinnert sich die anderen nicht? Weil Sarah eine andere Zukunft sah. Weil es ein Traum war, weil es eine Botschaft von Lightning ist, weil sich die Geschichte verändert hat. Weil sich die Geschichte verändert hat, nehme ich mal an. Well, perhaps history changed somehow. You mean your memories are true, but history was altered afterwards? Of course, that's not really possible. I know that. But I just don't understand how I can remember it so clearly when no one else can. Weird. The knife looks like it's been polished. Maybe someone was cleaning it out here in the door. I don't think this is our art there. Let's keep looking. Ja. Wir haben kein Ziel. Alles klar. Datenlog, was Neues? Nö. Okay. Wir machen hier einen Cut.